Liebe Schwestern und Brüder, der gewünschte Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar. Dieses Wort hören wir, wenn wir jemanden telefonisch erreichen wollen und wir erreichen ihn nicht. Wir leben von Beziehungen. Wenn man gefragt wird, von was man lebt, antworten die meisten Menschen, ja, ich lebe von meinem Gehalt, ich lebe von meiner Rente. Wir leben vom Geld her. Aber im Letzten ist das Leben vom Geld keine Alternative zum Leben von Beziehungen. Habe ich Beziehungen, also liebevolle und hilfsbereite Menschen, dann beziehe ich auch etwas daraus. Ich beziehe nicht nur irgendwelche Hilfeleistungen, sondern ich beziehe Leben selbst. Aber nicht in einer Währung wie Euro oder Dollar, sondern in einer Lebenswährung. Beziehungen geben mir Anregungen. Mensch, du bringst mich auf eine Idee, sagen wir, wenn wir einen Rat suchen. Oder gut, dass du für mich da bist. Das bedeutet, wenn du nicht da wärst, wenn ich keine Beziehung mit dir hätte, dann wäre ich ganz alleine. Anregungen sind bei weitem nicht das Einzige, was wir auf Beziehungen hin beziehen, sondern Beziehungen sind auch Türöffner. Wir sagen sogar manchmal Vitamin B, Vitamin Beziehung. Wo blieben wir denn, wenn wir niemand hätten, wo wir wüssten, bei dieser Sache gehe ich zu der, bei jener Notlage weiß ich den und wenn ich dies oder jenes brauche, weiß ich, der oder die weiß genau, wo es lang geht. Beziehungen sind Zugänge zum Fachwissen. Beziehungen sind Lösungen, sind Türöffner. Das, was wir Menschen bei Beziehungen aber am meisten schätzen, das ist der Anschluss, dazu zu gehören. Die wichtigste Frage für Familien bei einem Umzug ist oft, haben wir Anschluss? Haben unsere Kinder, haben die alten Menschen Anschluss? Finden wir also jemanden, mit dem wir uns unterhalten können? Finden wir jemanden, der unsere Freunde, Freundinnen werden können? Und der Lebenswert einer Wohnung errechnet sich nicht daraus, wie schön sie ist, sondern ob wir Menschen drumherum haben, die wir so richtig gern haben. Quadratmeter und Mietpreis sind nicht das Wichtigste, sondern vor allem der Anschluss. Wenn man keinen Menschen zur Hand hat, dann kommen diese kleinen Hilfen eben nicht zustande, die uns das Leben erleichtern. Dass mal jemand auf unsere Kinder aufpasst, dass jemand einen schweren Gegenstand von da nach dort bringt oder dass uns einfach eine kleine Hilfe gemacht wird, die wir persönlich überhaupt nicht mehr können. Der Anschluss ist nicht nur Beziehung, sondern ist Freundschaft und Liebe zugleich. Um nichts anderes als um Beziehung mit Anschlusscharakter geht es im heutigen Evangelium. Aber es ist eine Beziehung anderer Art. Jesus Christus ist unsere Beziehung zu Gott. Jesus ist Mensch geworden, um uns die Liebe Gottes zu schenken. Das ist sozusagen der Kontakt, der Anschluss zu Gott selbst, den wir nicht für uns behalten, sondern den wir anderen weiterschenken. Es ist eine Beziehung, aus der wir leben, gerade in schwierigen Zeiten. Wir alle wissen aus der Biologie, die Rebe lebt vom Weinstock. Ohne Verbindung mit dem Weinstock kann eine Rebe sich nicht entwickeln. Das will sagen, ohne Jesus Christus fehlt unserem Innenleben, unserer Seele die Nahrung. Es kommt nicht zur Frucht, zu der wir kommen können oder auch kommen wollen. Da mag ein Mensch äußerlich noch so sehr vernetzt sein, viele Kontakte haben. Wenn er aber keine tiefe Beziehung hat, bleibt alles an der Oberfläche. Und die Wirkstoffe, die Jesus uns schenkt, das sind seine Gaben, die Gaben des Heiligen Geistes. Und wenn wir ehrlich sind, es ist ja nicht so, dass Jesus Christus eine Rebsorte unter anderen wäre, so wie die einen Menschen Riesling, die anderen Trollinger bevorzugen.
Aber der Vergleich, das wissen wir als Christen, der haut nicht hin. Menschliche Angebote, auch wenn sie noch so edel sind, sind eben menschlich. Jesus Christus ist anders. Er kommt von Gott. Er ist Gottes Sohn. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Übertragen, diesen Weinstock hat Gott selbst gepflanzt. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir an diesem Weinstock sind, sondern es ist unser Vorteil. In den Reben am Weinstock gibt Jesus Christus selbst die Kraft. Die Kraft, die wir in dieser schweren Zeit besonders brauchen. Wir leben daraus. Und wenn wir ehrlich sind, wir Christen sind allenfalls Stromversorger, nicht Stromerzeuger. Die Kraft kommt von Gott selbst. Kein Zweifel, das Wort von Jesus Christus im heutigen Evangelium, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, das bedeutet, ihr seid darauf angewiesen, dass ihr an mir dranbleibt. Um mich in euch zur Wirkung kommen zu lassen, müsst ihr mit mir verbunden bleiben. Wer von mir etwas beziehen will, muss in Beziehung mit mir sein. Es geht um den Einfluss. Auch das sagen wir, der oder die hat Einfluss. Bei Jesus Christus ist das seine Energie, seine Liebe und auch die Einsicht, die wir bei bestimmten Schwierigkeiten brauchen. Sein Denken, sein Leben, sein Lieben, auch sein Leiden, sein Handeln, all das geht in uns hinein und macht uns für die Situationen in unserem Leben besonders liebevoll. Insofern leben wir aus der Beziehung zu ihm. Und wenn wir dann anderen Menschen begegnen, die uns brauchen, können wir von ihm weitergeben. So wie die Reben uns Freude schenken. Aus der Beziehung zu ihm erwachsen uns Anregungen, die uns selber gar nie kommen würden. Es erwachsen uns Kräfte, die nicht von uns kommen, die wir aber brauchen, wenn wir schwach sind. Und es erwachsen uns Einstellungen, die wir gerade anderen weitergeben können, die ganz am Boden sind. Der Teilnehmer ist für uns immer erreichbar, Gott selbst. Mit ihm leben wir aus der Beziehung und können anderen das weitergeben, was wir zum Leben brauchen. Amen.